Hallo und herzlich willkommen zum vierten Video meiner kleinen Serie, in der es um eine Einführung von Netzsystemen geht, um die Aufgaben von Sicherung im Hinblick auf den Leitungsschutz und schließlich um den Fehlerschutz. Im ersten Video habe ich das TT-System und das TNCS-System betrachtet. Im zweiten Video habe ich die Aufgaben von Sicherung im Hinblick auf den Leitungsschutz betrachtet, dort die Überlastung näher untersucht. Im dritten Video habe ich dann den Kurzschluss näher betrachtet. In diesem Video gehe ich nun auf den sogenannten Fehlerschutz über. Dabei wird der Fehlerschutz aber ausschließlich durch Sicherung realisiert. Hier wird also noch nicht die RCD ins Spiel kommen. Wenn man den Fehlerschutz näher betrachtet, so betrachtet man automatisch den sogenannten vollkommenen Körperschutz, auf den ich zuerst eingehen werde. Ein Körperschutz ist eine durch einen Fehler entstandene leitende Verbindung zwischen Körper und aktiven Teilen. So lautet die Definition. Ein Körperschluss kann vollkommen oder unvollkommen sein. Das heißt, die leitende Verbindung, die ja fehlerhaft zustande gekommen ist, kann einen Widerstand haben, dann ist sie unvollkommen, oder sie hat nahezu keinen Widerstand, dann ist sie vollkommen. Was ist aber nun mit einem sogenannten Körper gemeint, und zwar dem Körper eines elektrischen Betriebsmittels? Das ist ein leitfähiges, berührbares Teil, man kann es also berühren, das unter Spannung stehen kann gegenüber Erde, wenn die sogenannte Basisisolierung versagt. Dazu werde ich nun einige Beispiele aufführen. Beim ersten hier aufgeführten Beispiel ist es sehr leicht zu erkennen, dass es sich eben nicht um einen Körper handelt. Das ist der Mensch, der hier aufgeführt wird, denn laut Definition muss ein Körper ja unter Spannung stehen können, wenn die sogenannte Basisisolierung versagt. Und ein Mensch verfügt ja nun beim besten Willen nicht über eine Basisisolierung, denn er ist ja kein elektrisches Betriebsmittel. Ein Mensch hat also in dem Sinne dieser Definition keinen Körper. Das zweite Beispiel, das ich hier anführen möchte, ist ein Waffeleisen. Ist das Gehäuse eines Waffeleisens ein Körper oder ist es kein Körper? Voraussetzung ist erst einmal, dass es berührbare, leitfähige Teile gibt. Das ist bei Waffeleisen im Allgemeinen der Fall, dass es leitfähige Teile gibt an der Oberfläche, die man berühren kann. Die zweite Frage ist nicht ganz so einfach zu beantworten, denn man muss sich nun fragen, ob diese berührbaren, leitfähigen Teile im Fehlerfall unter Spannung stehen können. Das ist tatsächlich beim Waffeleisen im Allgemeinen der Fall und genau deshalb verfügt ein Waffeleisen in fast allen Fällen über einen Schutzleiteranschluss. Wir dürfen also beim Waffeleisen im Allgemeinen davon ausgehen, dass es sich bei den berührbaren, leitfähigen Teilen um einen Körper handelt. Beim nächsten hier aufgeführten Beispiel ist es schon eher eine Überraschung, dass es sich eben nicht um einen Körper handelt. Dazu habe ich hier den Föhn ausgewählt. Hochwertige Geräte haben tatsächlich häufig berührbare, leitfähige Teile an der Oberfläche, sprich Teile aus Metall. Diese können bei einem Föhn aber eben nicht beim Versagen der Basisisolierung unter Spannung stehen. Denn bei einem Föhn handelt es sich um ein handgeführtes Betriebsmittel, das während des Betriebes in der Hand gehalten wird. Und daher wird man verhindern, dass beim Versagen der Basisisolierung an den leitfähigen Teilen eine Spannung gegenüber Erde auftreten kann. Das werden wir im nächsten Bild näher betrachten. In diesem Bild habe ich nun vier Betriebsmittel an das Netz angeschlossen. Den Schutzleiter habe ich hier weggelassen, weil es nur darum geht, ob denn gegenüber Erde eine Spannung auftreten kann oder nicht. Wir sehen hier ganz abstrakt gezeichnet ein Gehäuse eines Betriebsmittels, bei dem ich nun voraussetze, dass es leitfähig ist. Und hier tritt nun der vollkommene Körperschluss auf. Das heißt, ohne Widerstand wird aufgrund eines Fehlers eine Verbindung des Außenleiters L zum Körper entstehen. Das bedeutet aber doch automatisch, dass die 230 Volt, die vom Außenleiter geliefert werden, nun auch gegenüber Erde messbar sind. Und genau das kann eben bei einem Waffeleisen passieren, wenn denn intern eine Verbindung des Außenleiters L zu den berührbaren, leitfähigen Teilen auftreten kann, so haben wir genau diese Situation, die hier geschildert ist. Die gleiche Betrachtung beim Föhn, hier wieder in der abstrakten Form. In diesem Fall ist das Gerät so aufgebaut, dass beim Versagen der Basisisolierung im Verbraucher keine Spannung an den äußeren, berührbaren, leitfähigen Teilen gegenüber Erde auftreten kann, denn es ist diese zusätzliche oder verstärkte Isolierung hier eingebracht worden. Das Gerät ist schutzisoliert. Also wenn in diesem Gerät ein Fehler auftritt, so wird eben mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit
die Spannung von 230 Volt nicht an den berührbaren leitfähigen Teilen auftreten können. Und somit kann keine Spannung gegenüber Erde auftreten. Genau so ist ein Föhn aufzubauen, da er handgeführt ist. Kann man sicher sein, dass ein Föhn über eine verstärkte oder zusätzliche Isolierung verfügt, also schutzisoliert ist. Und damit ist das Gehäuse eines Föhns kein Körper in diesem Sinne. Ein Föhn hat deshalb im Allgemeinen auch keinen Schutzleiteranschluss, auch wenn der Stecker im ersten Augenblick häufig so aussieht. Ein Schutzleiteranschluss hat der Stecker im Allgemeinen nicht. Das bedeutet aber wiederum nun nicht, dass ein Föhn deshalb ein besonders sicheres Gerät ist, obwohl ja die berührbaren leitfähigen Teile gegenüber Erde nicht den Wert von 230 Volt annehmen können, sprich nicht unter Spannung stehen können, ist ein Föhn natürlich ein äußerst gefährliches Gerät im Zusammenhang mit Wasser, denn das Wasser kann hier sehr leicht eindringen und somit eine Verbindung des Außenleiters und der 230 Volt zur Umgebung herstellen. Es ist also keineswegs, wenn ein Gerät schutzisoliert ist, das Gerät als solches ungefährlich. Ein Föhn in einer Badewanne zu benutzen, ist extrem gefährlich. Somit kommen wir hier nun zum ersten Szenario, das ich näher betrachten möchte. In diesem Video werde ich ja nur den vollkommenen Körperschluss betrachten. Ich sehe also hier einen Verbraucher, abstrakt dargestellt, also keinen konkreten Verbraucher, mit einem Außenleiteranschluss und dem Neutralleiter. Und in diesem Verbraucher gibt es nun durch einen Fehler eine Verbindung des Außenleiters L1 mit dem Körper, sprich mit berührbaren leitfähigen Teilen. Und damit nimmt der Körper natürlich gegenüber Erde eine Spannung von 230 Volt an. Diese Situation ist extrem gefährlich. In diesem Szenario gehe ich nun davon aus, dass es keinen Schutzleiteranschluss gibt. Warum auch immer. Er müsste eigentlich vorhanden sein, aber er kann ja gebrochen sein oder er ist schlicht vergessen worden. Wie würde nun hier ein Strom fließen? Wir werden gleich sehen, dass hier tatsächlich gar kein Strom fließen kann, aber ich will einmal den Versuch anstellen, den Stromkreis zu schließen. Das wird aber nicht gelingen. Man könnte ja nun der Meinung sein, dass über L1 ein Strom fließt, ausgehend von der Spule, in der die Spannung erzeugt wird, über die Sicherung, über die Fehlerstelle, zum Körper, über den Schutzleiter. Aber hier Schluss, der Stromkreis ist über diesen Weg zumindest nicht geschlossen. Da ich nun davon ausgehe, dass der Verbraucher nicht eingeschaltet ist, gibt es auch keinen Weg über den Neutralleiter. Diese Situation ist extrem gefährlich. Denn der Körper bleibt nun dauerhaft gegenüber Erde unter Spannung stehen. Hier sehen wir das gleiche Bild nochmal. Ich habe jetzt aber einen Menschen mit eingezeichnet, der hier potenziell gefährdet ist. Denn wie bereits gesagt, der Körper dieses Betriebsmittels steht dauerhaft gegenüber Erde unter Spannung. Aufgrund dieser extrem gefährlichen Situation, die ich gerade geschildert habe, wird nun in den Normen verlangt, dass bei einem vollkommenen Körperschluss die Anlage automatisch innerhalb einer geforderten Abschaltzeit abschaltet. Für Endstromkreise gilt, dass die Abschaltzeit, die hierfür zur Verfügung steht, im TNCS-System 0,4 Sekunden betragen darf. Das ist ein relativ hoher Wert. Natürlich muss das immer noch schnell geschehen. 0,4 Sekunden ist ja nicht wirklich viel Zeit, aber dieser Wert ist tatsächlich relativ einfach einzuhalten. Im TT-System ist diese Forderung deutlich schärfer mit 0,2 Sekunden und das, obwohl das TT-System weniger geeignet ist, überhaupt die Anlage schnell abschalten zu lassen, wie wir gleich noch sehen werden. Im TT-System ist das Ganze also als eine äußerst scharfe Forderung aufzufassen. Diese sogenannte automatische Abschaltung bei einem vollkommenen Körperschluss darf nun durch Sicherung oder durch eine RCD geschehen. In den meisten Fällen hat man die Abschaltung durch eine RCD vor Augen. In diesem Video werde ich aber ausschließlich auf die Fälle eingehen, in denen die Sicherung diese Aufgabe hat. Die Sicherung kann also neben dem Schutz vor Kurzschluss und vor Überlastung auch die Aufgabe bekommen, den Fehlerschutz zu realisieren, bei dem genau diese automatische Abschaltung erfolgt. Ich möchte an dieser Stelle auf mein Video hinweisen, in dem ich die Abschaltbedingung im TNCS-System sehr deutlich
erläutere. Dort zeige ich, wie man prüft, ob diese Abschaltzeit wirklich eingehalten wird. Das werde ich in diesem Video nicht näher untersuchen. Hier geht es grundsätzlich erstmal nur um die Einführung dieses Grundprinzips. Die oben genannte Forderung nach der automatischen Abschaltung bei einem vollkommenen Körperschluss besteht schon lange. Die Vorschriften haben sich aber in vielerlei Hinsicht im Laufe der Zeit geändert. Deshalb ist es wichtig, dass man grundsätzlich unterscheidet zwischen Anlagen, die nach 2007 errichtet wurden, Anlagen, die vor 2007 errichtet wurden und noch deutlich älteren Anlagen. In modernen Anlagen, also solchen, die seit 2007 errichtet wurden, erfolgt die Abschaltung im Allgemeinen durch RCDs, also FI-Schutzschalter. Und nur in Ausnahmefällen lässt man zu, dass die Abschaltung im Fehlerfall durch Sicherungen geschieht. Diese Ausnahmen gibt es aber durchaus. Also auch in modernen Anlagen muss ich durchaus in Betracht ziehen, dass der Fehlerschutz möglicherweise durch Sicherungen realisiert wird. Das ist aber tatsächlich die Ausnahme. In Anlagen, die vor 2007 errichtet wurden, war es umgekehrt. Da wurden die Vorschriften so formuliert, dass im Allgemeinen die Sicherungen die Abschaltung im Fehlerfall realisiert haben. Und dort waren die Ausnahmefälle geschildert, in denen schon damals auch RCDs eingesetzt werden mussten. Das waren unter anderem das Badezimmer, der Raum mit Badewanne oder Dusche und Außensteckdosen, aber auch noch weitere Fälle. Zur Unterscheidung, ob nun der Fehlerschutz in Anlagen eher durch Sicherung oder eher durch RCDs vorgenommen wird, war es aber vor 2007 schon so, dass in der Praxis das TT-System nahezu vollständig auch schon vor 2007 mit RCDs geschützt wurde. Das liegt daran, dass man die Abschaltung innerhalb der geforderten Abschaltzeit im TT-System mit Hilfe von Sicherungen nahezu nicht realisieren kann. Im TNCS-System hingegen war es durchaus realisierbar, den Fehlerschutz durch Sicherungen herzustellen. Und deshalb hat es eben vor 2007 auch viele Anlagen gegeben, TNCS-Anlagen, in denen tatsächlich die Sicherungen diese Aufgabe übernommen haben. Man muss aber auch bedenken, dass die Handhabung der Vorschriften regional sehr unterschiedlich ist. Und vor allem vor 2007 auch schon war. In manchen Regionen wurde schon vor 2007 ziemlich konsequent auf den Einsatz von RCDs gesetzt, während in anderen Regionen tatsächlich dann der Fehlerschutz häufig durch Sicherung realisiert wurde. Das kann also sehr unterschiedlich sein. Es bleibt hier sicherlich noch zu erwähnen, dass in sehr alten Anlagen der Fehlerschutz vollständig durch Sicherungen realisiert wurde. Dort wurden zum Teil gar keine RCDs gesetzt, selbst im Raum mit Badewanne oder Dusche, also dem Badezimmer nicht. In solchen Anlagen sollte man sich sehr gut überlegen, ob man überhaupt Veränderungen vornimmt oder nicht darauf besteht, dass die ganze Elektrotechnik in der Anlage ausgetauscht werden muss. Im oben bereits gezeigten Fall, nämlich dann, wenn ein vollkommener Körperschluss entsteht, aber kein Schutzleiter vorhanden ist, habe ich ja bereits gezeigt, dass der Stromkreis nicht geschlossen wird. Denn es gibt ja für den Strom hier keinen Weg zur anderen Seite der Spule. Hier kann also keine Sicherung, weder die hier vorne befindliche Sicherung noch die im Endstromkreis vorhandene Sicherung, die Anlage zum Abschalten bringen. In dieser Anlage wird also die Sicherung keine Möglichkeit haben, beim Auftreten des Fehlers die automatische Abschaltung zu bewirken. Und genau das ist der Grund dafür, warum in Anlagen Körper von Betriebsmittel an Schutzleiter angeschlossen werden, hier dick eingezeichnet. Denn in diesem Fall kann nun beim Auftreten eines vollkommenen Körperschlusses ein Strom von der spannungserzeugenden Spule über die Sicherung, über die Fehlerstelle, über den Körper, natürlich auch in diese Richtung über den Körper, zum Schutzleiteranschluss, über den Schutzleiter, gegebenenfalls über den PEN-Leiter zur spannungserzeugenden Sicherung entstehen. Der Stromkreis wird geschlossen. In diesem Fall von hier aus gesehen sogar über zwei Wege.
Da ich nun davon ausgegangen bin, dass dieser Widerstand sehr klein ist, wird der Widerstand in diesem Stromkreis im Grunde nur noch durch die Leitungswiderstände bestimmt. Die haben eine Größenordnung von 2 Ohm und somit wird ein Strom von ungefähr 115 Ampere zum Fließen kommen. Und durch diesen großen Strom kann nun diese Sicherung auslösen, und zwar innerhalb der geforderten Abschaltzeit. Baue ich nun allerdings ein TT-System auf, so fehlt ja die Verbindung des Neutralleiters zum Schutzleiter. Und somit kann dann der Fehlerstrom, wenn er denn durch einen vollkommenen Körperschluss auftritt, nur noch über den jetzt als Anlagenerder zu bezeichnenden Fundamenterder über das Erdreich, über den Betriebserder zur spannungserzeugenden Spule zurückfließen, sodass also der Fehlerstrom in diesem Fall nicht so groß sein wird wie im vorher gezeigten Fall, denn dieser Weg ist ja nun nicht mehr möglich. Und deshalb ist es im TT-System eben viel schwerer, die Abschaltbedingung einzuhalten, zumal dort auch noch eine schärfere Zeit gefordert wird, nämlich 0,2 Sekunden statt wie im TNCS-System 0,4 Sekunden. Hier ist nun sehr leicht einzusehen, welche Aufgabe ein Schutzleiter hat. Die Aufgabe des Schutzleiters ermöglicht ja erst, dass in diesem Fehlerfall ein großer Strom fließt, der die Anlage zum Abschalten bringt, damit eben die Spannung gegenüber Erde nicht dauerhaft bestehen bleibt und somit die Gefahr für diesen Menschen, der in diesem Augenblick den Körper nicht berührt, beseitigt wird. Würde der Mensch hingegen in dem Augenblick, in dem der Fehler auftritt, den Körper berühren, so würde er natürlich sofort die Spannung von 230 Volt gegenüber Erde überbrücken und wäre somit stark gefährdet. Genau aus diesem Grund wird verlangt, dass Betriebsmittel, die handgeführt werden, also zum Beispiel ein Föhn oder eine Bohrmaschine, schutzisoliert sind und somit der vollkommene Körperschutz erst gar nicht auftreten kann. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen diesen sehr wichtigen Fall gut schildern und Sie haben ihn sehr gut verstanden, denn den müssen Sie sich unbedingt merken, um in Klassenarbeiten und Prüfungen entsprechende Aufgaben lösen zu können. Im nächsten Video werde ich auf den durchaus komplizierteren Fall eingehen, bei dem der Körperschluss nicht vollkommen ist, so wie hier, sondern unvollkommen. Das wird deutlich komplizierter werden, deswegen werde ich mir da mehrere Szenarien genauer ansehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Ganze nahe bringen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und natürlich noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.